glaube zwar nicht in der Position zu sein, mich rechtfertigen zu müssen, aber vielleicht damit alle wissen, worüber wir reden. Ich habe 2008 Abitur gemacht, habe dann ein Studium begonnen, habe daneben 3,5 Jahre in einem Callcenter bei einem Versanddienstleister. Was ich nicht vorweisen kann, ist ein Zertifikat, auf dem jemand amtlich testiert hat, dass ich diese oder jene Prüfungsleistung erbracht habe. Was ich aber eben vorweisen kann, ist, dass ich in der Lage bin, für mich selber zu sorgen, ein denkender Mensch zu sein. Ein denkender Mensch zu sein. Sein Studium der Kommunikationswissenschaft brach er ab, nachdem er sich zuvor hineingeklagt hatte. Und das Tolle an der Demokratie ist, die Wählerinnen und Wähler in dem Wahlkreis, in dem ich mich gerne bewerben möchte, die können am Ende entscheiden, ob sie das statthaft finden, mit dieser Biografie da reinzugehen oder nicht. 3 Wochen später.